Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode Let's Play WoW WoD Allianz. Ja, wir befinden uns hier auf dem schönen Server Isera. Ihr seht, ich habe noch überhaupt keinen Charakter hier. Und da wollen wir doch gerade mal einen neuen erstellen. Und zwar einen Morgan Warlock. Also die Rüstung finde ich persönlich sehr, sehr geil. Durch das Domain hier, also da bin ich doch glücklich, ne? Ich habe mich eben schon mal so ein bisschen damit beschäftigt, ne? Hab eben schon mal eine Aufnahme gemacht und bin voll durchgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Scheiße gebaut und muss es nochmal neu machen. Und das ist jetzt der zweite Anlauf an der Charaktererstellung. Wir gehen einfach mal hier so die Hautfarben ein bisschen durch, ne? Also, persönlich hat mir jetzt hier oben das Grau ganz gut gefallen. Dieses hier. Gesicht. Wir gucken einfach mal durch. Also das finde ich okay. Ist zu hell. Ist zu dunkel. Nee. Ja. Das fand ich am schönsten. Das ist das Gesicht. Also meine ehemalige Katze hatte auch so einen weißen Strich im Gesicht, ne, der zur Nase runterging. Deshalb hat dieses Gesicht, Spoiler, gewonnen. Also die anderen zeige ich euch jetzt auch nochmal. Finde ich persönlich jetzt nicht so geil. Ne? Also, wie gesagt, dieses Gesicht hier gewinnt einfach knallhart. Und, Haare, welche Haare wollte ich denn haben? Die da fand ich eigentlich ganz nice. Aber wir gehen zur Vollständigkeit einfach mal durch. Wir haben, den normalen Haarstil, ne, also ohne irgendwelche reingeflochtenen Sachen. Wir haben diesen geflochtenen Haarstil, also ihr seht jetzt auch mal hinten, ne, den Menschen, wie das da aussehen würde. Hier dieses, ja, Pony-Verschnitt. Hier dann auch nochmal sowas, ja, ist nicht so geil. Das auch nicht so toll. Nee. Ja. Nein. Also dieser hier hat definitiv gewonnen. Ne? Und ihr seht auch hier hinten. Ist eigentlich ein ganz schöner Pferdeschwanz geworden, muss ich sagen. Gefällt mir. Sehr, sehr gut. So. Die Haarfarbe bleiben wir bei Rot, ne? Wir sind Hexen, ja, und Hexen haben rote Haare. Punkt. Ohren müssen wir eigentlich auch mal gerade umschalten. Also da fand ich ganz ehrlich hier so, die sind mir zu klein, ja. Die gehen, aber die sind etwas groß. Die finde ich eigentlich auch ganz niedlich. Ja, die sind zu schlaff schon fast. Das sieht zu sehr nach Fledermaus aus hier unten alles, finde ich. Gerade das hier so, das hat doch irgendwas von Batman, oder? Also muss ja auch nicht sein. Die Schlaffohren, Hängeohren, nein, die sind zu klein und nein. Also, ich würde fast schon sagen, die hier gewinnen. Können wir mal gucken, wie das hier aussieht. Auch, ja, ist so ein Nasenring, ne? Wie sieht's denn mit denen hier aus? Ja, so ein Nasenpiercing bin ich voll dagegen. Von daher gewinnen die hier. Und der Name, den ich mir für diesen Charakter überlegt habe, ist Tatari. Denn Tatari bedeutet auf Japanisch sowas wie Fluch oder auch Strafe Gottes. Und ich finde, das passt super. Und wir können uns in die Welt begeben nach Gilneas. Und schauen uns mal an, wie so in Gilneas mit dem Worgenfluch umgegangen wird. Das ganze Startgebiet geht nämlich darum. Und das sehen wir jetzt gleich in einer kurzen Sequenz. Genau jetzt. Led by their indomitable king, Ghen Greymane, the proud citizens of Gilneas once stood with the Alliance against the vile, orcish horde that sought to conquer all of Lordaeron. Gilneas survived, but in the chaotic years following the Second War, the mighty kingdom drew ever inward. Distrustful of their former allies, the Gilneans erected a mighty wall at the borders of their land, closing off their nation and their hearts from an ever-darkening world. Now, many years later, as the seemingly unstoppable undead scourge marches across Lordaeron, human civilization once again teeters on the brink of destruction. As war and terror close in all around them, the citizens of Gilneas are faced with one terrible truth. Their mighty wall cannot hold back the dead for much longer. And worse, rumors of a new threat have arisen within the kingdom's borders, of feral, nightmare creatures that walk upright as men,
but hunt and howl as wolves. Ja, und damit sind wir schon im Spiel. Ihr seht, mein Interface ist ein bisschen gefickt gerade. Aber das können wir ganz einfach wieder umstellen. Global Profile. Und sehen wir gerade, ne, wir drücken einmal schnell auf globales Profil. Dann hat sich die Minimap wieder normalisiert. Wir gehen auf Bartender Profil. Wo war nochmal Profil? Da unten. Und nehmen uns einfach dieses raus. Was eigentlich gehen sollte. Jetzt geht's. Wir nehmen jetzt einfach mal hier unser normales, wo ist es denn? Tatari, copy from Mitori. Zack! Und dann ist alles wieder eingestellt. Bis auf eben die Taschen. Ne, aber das muss ich dann außerhalb vom Spiel machen, das geht in-game nicht. Leider. Aber der Rest ist eingestellt, bis auf den Chat mal wieder. Oh Gott. So, Chat nochmal schnell schieben. Gucken wir mal gerade. So. So. Sind wir soweit fertig mit den Einstellungen und nehmen wir unsere erste Quest an. Lockdown. What are you still doing here, citizen? Haven't you heard? The city's on complete lockdown. Go see Lieutenant Walden. He'll give you further directions for evacuation. Was haben wir hier? Oh, Imp. Ne, unser Imp ist dabei. Yatztai. Ja, hier, ihr seht, ne, die Stadt Gilneas, noch in ihrer Blüte, ist momentan unter, ja, Quarantäne quasi. Oh. We protected Gilneas from the Scourge. We protected Gilneas during the Northgate Rebellion. We will protect Gilneas from whatever this new threat may be. Stand ready, guards. We don't know how many intruders we're dealing with, but the headlands are overrun and we're cut off from the harbor towns. Expect to be outnumbered. Ja, ihr seht, alles Gilneaner hier. Prinz Liam Greymane. I want the perimeter secured and the gates manned by two guards at all times. No one gets in. No one gets out. Ja, die Stadt ist unter Quarantäne wegen einer neuen, ja, Seuche oder Bedrohung vielmehr, die die Stadt heimsucht. Und wir sollen uns bei Lieutenant Walden melden. Deep claw marks run through the man's corpse. Return to Prince Liam Greymane in the Merchant Square. The lieutenant appears to have died from severed wounds. The prince might want to hear this news. You hear the sound of fighting coming from the market. Ja, wir sollen dem Prinzen helfen, hier zu ermitteln. Ne, der gute Walden ist tot und ihr seht, hier sind böse Kreaturen, die Worgen, schon eingefallen. Wir sollen jetzt dafür Sorge tragen, dass die Worgen hier nicht weiter Amok laufen. Ne? Und sollen natürlich dabei gleichzeitig auch dafür Sorge tragen, dass unsere ja, Citizens noch hier halbwegs geschützt sind. Nächste Episode schicke ich mir übrigens mal die Sachen, die ich noch habe. Das Account Gear. So, ach, ich muss da nochmal. Ach, ich habe ja keine Autoloot an, fällt mir gerade auf. Ach, bin ich dumm. Muss ich erst gleich nochmal umstellen, ey. Das geht ja so gar nicht. Nicht System. Interface. Autoloot. Autoloot. Bam. Ja, wir sollen jetzt hier die Bürger der Stadt natürlich beschützen. Und bam, unser Wichtel hilft uns da auch ganz schön. Yatztai. Wenn wir neu beschwören. Ich weiß gar nicht, ob er noch diese lustigen Kommentare bringt. Gab auch mal so ein Hexenmeister-Addon, das ganz lustige Makros eben rausgehauen hat. Zack und stirb. Level 2. Mann, sind wir gut. Rampaging Worgen.
Achso, was sollen wir denn eigentlich noch anderes machen? Ach, wir sollen die Homes evakuaten, das kriegen wir doch hin. Ne, also die Häuser, die markiert sind, müssen evakuiert werden auf jeden Fall. Thank you! Ja, dafür, dass ich an die Tür geklopft habe und ich dir gesagt habe, du sollst mal rauskommen, du Arschloch. Ja. Alter, ich soll das machen, nicht du. Ich bin der Boss. Mann, 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 Mann. Wollen die alle Helden von Gilneas sein, habe ich so das Gefühl. Aber das gibt's ja nur einen. Ne? Und das bin ich. So, holen wir mal hier die Bimbos auch noch raus. Yo, es geht. It's coming right, was? Ja, komm. Dann hauen wir den nochmal um hier, den Worgen. Das ist ja ein sehr spannendes Spiel hier auch mit einem Level 2 Hexenmeister. Schattenblitz. 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 Und vielleicht auch noch Schattenblitz. Wer weiß das schon. So, die letzte Tür. It's coming right for me. Ja, das dachte ich mir nämlich schon, deshalb habe ich keinen weiteren angegriffen. Bam, friss den. Zack. Und wir können jetzt gediegen unsere Quests abgeben. Bei der guten Gwen Armstead kriegen wir ein neues Beutelchen. Schön. Und bei Prinz Liam Greymane schönen Umhang. Den wir eigentlich nicht anziehen brauchen, ne? Er sieht auch, ehrlich gesagt, scheiße aus. Speak to Gwen Armstead in the Military District to the Southeast. Ja, ihr seht, ne? Hier ist die Map von Gilneas. Ich fände es extremst geil, wenn irgendwann mal hier die Allianz wieder einfällt und sich Gilneas wiederholt. Wäre schon geil. Ne? Und die neuen Charaktermodelle, gerade auch bei den Menschen, gefallen mir wirklich sehr, sehr gut. Ich freue mich echt schon drauf, wenn die Blutelfen ihre neuen Modelle bekommen mit Patch 6.1. Und da bin ich echt voll dafür. Wie gesagt, die Account-Sachen schicke ich mir dann irgendwie zwischen den Episoden mal. Und machen hier erstmal weiter. Speak to Vitus Darkwalker in the Military District. Oh, wir können Corruption. Nice. Da der Warlock-Trainer, ne? Sieht auch sehr cool aus. Reach Level 3, ja, hab ich schon. Hab ich doch schon. Was soll ich jetzt machen? Practice Corruption. Hup. Gepracticed. Mann, bin ich gut, ne? Mach das einmal und ich kann das. Du bist ein Mage. Miriam Spellwaker. Also die Namen finde ich ja schon sehr, sehr geil. Wir haben... Ach, wir können uns noch einen Titel aussuchen, ne? Was wollen wir denn mal? Kommando Jack. Wie ist mit Hallowed? Das klingt doch irgendwie cool. Ja, das klingt irgendwie cool. Speak to King Gen Greymane in the Military District. Ja, der König Gen Graumane natürlich auch hier vertreten. Will natürlich auch seine, Kollegen, kann man fast schon sagen, seine Untertanen hier retten und ist an vorderster Front mit dabei. Und es heißt, sein Königreich zu verteidigen. Er hat auch ein sehr geiles Schwert, muss ich sagen. Sieht cool aus. Aber jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was ich tun soll. Lord Godfrey, den kennen wir auch. We ought to leave Crowley in prison with those beasts. Ja, vielleicht. Vielleicht aber nicht. Wir sollen noch ein paar Worgen töten. Ich mag die jetzt einfach mal mit meinem... Ah, nice. Dafür ist Corruption natürlich sehr, sehr geil. Was bist du eigentlich? Ach, du bist ein Dudu. Ja, dann cast halt mal. So, wir marken hier einfach mal ein bisschen durch. Zack. Ne, läuft doch. Oh, hatte schon 5. Das ging fix. Aber wir wollen ja auch noch den guten Crowley hier befreien. Captain Broderick. Speak to Darius Crowley upstairs. Das kriegen wir doch hin. Ne, der gute Crowley ist hier oben im Gefängnis von Gilneas noch drin. Und Gilneas kann man sich auch noch später angucken. Alter, geh. Plumps. Ja, da kommt, dann macht mein Pet einfach fertig. Gebe ich keinen Fick drauf. Leute, gebe ich keinen Fick drauf. Oh, Sean Dempsey liegt irgendwie halbtot auf dem Boden.
Greyman's right. These beasts do not give a damn about our politics. Gilneas needs to stand together. One of those mangy fleabags, I got to Dempsey real good. We can't move him until we stabilize his bleeding. Give us a hand holding back these mongrels. A couple of minutes is all we need, sister. Ich bin nicht deine Schwester, Arschloch. Da kommen ein bisschen sehr viele, muss ich sagen. Tabe jetzt einfach durch und hau ihm einfach immer mal Corruption drauf. Ne? Läuft. Aber das machen eigentlich die NPCs auch ganz gut alleine. Kommen da jetzt noch mehr, oder was? Sean Dempsey liegt halb tot auf dem Boden. Oh mein Gott. Da kommen noch mehr Worgen. Oh. Langsam werden es echt ein bisschen viele, meine Freunde. Ich glaube, bei der Tour sieht es für uns nicht so gut aus. Hold off the Worgen until Citizen Dempsey stabilizes. 2 Minuten! Ernsthaft? Du brauchst 2 Minuten, um den zu verbinden. Mann. Das kann ja jeder NPC. Oh, ihr seid NPCs. Das kann ja jeder Level 5er schneller. Meine Güte. Ja, super. Ein Level 4er Worgen. Hat man ein bisschen mehr Life, aber verreckt auch instant fast. 40 Sekunden noch. Go, go, Lord Darius Crowley. Und da kommt Mock Jenkins. Ich bin inspiriert. Ja, ich bin echt inspiriert von dir, Lord Darius Crowley. Okay. Er will wohl den ganzen Ruhm für sich, der Bastard. Komm, da kann der jetzt einfach machen. Wir lassen ihn einfach mal in Ruhe. Ja. Der macht das schon, unser Pet macht das auch schon. Wir sind da ja großartig im andere Leute machen lassen. Das können wir verdammt gut. Und unsere Zeit ist abgelaufen. Das heißt, Quest ist fertig. Bam. Und jetzt sollen wir zu König Gen Graumähne gehen. Bam, bam, bam. Früher war das noch cool. Früher hatten Worgen keinen Mount, sondern sind wirklich auf alle Viere gegangen. Und gerannt. Das fand ich sehr, sehr geil, muss ich sagen. Dann haben sich Leute beschwert, dass wegen dem Mount-Count, ne, dass die Allianz weniger Mounts jetzt hätte als die Horde, nämlich 2 Stück. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich Banane, weil ich fand das extremst geil. Ja, das war wirklich eine super coole Idee. Und hätten sie echt beibehalten sollen. Hätten einfach der Community sagen sollen, ja, kommt, hier kriegt ihr noch bei Menschen irgendwie 2 Pferde mehr oder so. Aber gut. Leder und Mail. Ja, nice. Kann ich eh nicht gebrauchen. Beides nicht, Mann. Arschkrampe, ey. So. The Rebel Lord's Arsenal. The Arsenal Clary speaks of is in the cellar of building just west of here. It is unnerving that artillery was smuggled inside the city by my enemies. Yet it might end up saving Ghanaian lives today. Find Josiah Avery and requisition the Rebel Artillery. We will put the weapons to good use. Ja, hoffen wir es doch, ne? Ich glaube, hier gibt es überhaupt noch gar keinen Briefkasten, habe ich so das Gefühl. Ich glaube, die kommen auch erst später. Von daher bringt es, glaube ich, auch nichts, sich jetzt gleich den Kram zu schicken. Da ist der Keller. Finde ich auch nice. Ihr habt hier so eine Kellertür. Ne, die könnt ihr aufmachen und reingehen. Finde ich schon geil. Josiah Avery. Don't look at me. Leave me alone. Du siehst doch ganz okay aus. Ouch. Das war ein... You've been bitten by a worgen. It's probably nothing, but it sure stings a little. Defeat 6 Bloodfang-Lurkers. Sind die hier drin? Oder sind die draußen? Ich glaube, die sind draußen. Ich habe einen Mastiff. Oh, wie cool! Ja, als Jäger ist das extrem geil, weil da kriegt man so einen Mastiff wirklich. Da! Die sind doch geil, oder? Also wer das nicht als Pet haben will, ja, der gehört seinem Huntertum entnommen.
Was ist aber irgendwie so ein bisschen blöd, ne, weil, jetzt habe ich halt kein Wichtel mehr. Scheiter. Naja, gut. Passiert. Soll vorkommen. Ja, wir dürfen jetzt hier 6 von diesen Bloodfang-Lurkers töten, um die Straßen wieder etwas sicherer zu machen. Wenn hier mal einer auftauchen würde. Ich bin ein Abend. Oh, ja, ne, seht ihr, ne? Dieses unschuldige Mädchen, ja, das ich hier gemacht habe. Obwohl sie rote Haare hat und damit als Hexe sofort identifiziert wird, reicht trotzdem noch, ne, um den bösen Wolf aus dem Wald zu holen. Wolf. Nur ich muss immer, ich find's ja immer lustig, dass, es gibt ja diese Augen über dem Kopf, ne, wenn man dann, irgendwann irgendwas gechased wird, also in Raids eben ganz oft. Und ich finde das, oh, da ist einer gewesen. Extremst lustig, weil im Opern-Event damals gab es ja einen Spieler, der eben dann Rotkäppchen wurde und wegrennen musste, ne? Und da kam dann immer von Deadly Boss Mods, "Run away, little girl, run away." Und das haben sie beibehalten bis heute, immer wenn so ein, dieses Gechased, dieses Fixieren eben kommt, dann kommt auch immer von genau diesem Event dann der Spruch. Hey, hier war doch eben noch ein Worgen. Ich habe ihn doch hier langlaufen sehen. Hallo? Worgen! Put, put, put! Oh, da. Bloodfang-Lurke. Du bist ein Paladin, du siehst irgendwie nicht so aus, mein Freund. Komm, hau mit dem Stab in die Fräse. Bam! So, das war der letzte Bloodfang-Lurker, den wir gebraucht haben. Kann ich jetzt einfach draufdrücken und dann attackt irgendwen? Ja. Hätte ich vielleicht nicht unbedingt machen sollen. Wo ist mein Keller? Ich bin am Keller vorbeigelaufen, ey. Da ist mein Keller. Lord Godfrey, den kennen wir auch. So. Hä, wieso, was? Ich krieg 2? Ach, ein Wand und ich krieg einen Stab. Naja, beides nicht so geil. Sprechen wir mit König Gen Graumänner. Was machst du denn hier? Solltest du nicht eigentlich schon tot sein oder so? Danke. So, mal gucken, was er jetzt sagt. Hat der Imp noch einen Text? Wir hören. Nee. Ernsthaft nicht? Er hat immer gesagt so Sachen wie, "This was not in my contract." Also sowas. Das ist schade. Sehr schade. König Gen Graumähne. All these years after the war, and Crowley was still hiding enough firepower in that cellar to level half of the district. It might have to come to that, unfortunately. We can't open fire just yet. There is a civilian trapped on the outer side of the prison. Not just any civilian either. Krennan Aranas is one of the most brilliant alchemists in this world has known. One of his potions saved my daughter, Tess, from dying soon after being born. Take my horse and rescue him. Krennan must live. Ah, ich darf reiten. Reitet er automatisch? So ein bisschen, ja. Oh, mordsmäßig viele Worgen hier unterwegs. Geben aber irgendwie nicht so wirklich einen Fick auf mich, habe ich so das Gefühl. Hui! Ich hab dich gerettet, Mann. Was? Wieso ist das Pferd jetzt weg? Willst du mich verpopoen? The fuck? Soll ich jetzt ernsthaft da durchrennen? Mein Pferdchen! Komm wieder! Ich renne einfach von der anderen Seite durch. Die sind ja auch so viele. Komm, wir rennen einfach. Lauf! Ja, Hexenmeister, ne, können auch ganz gut Fersengeld geben. Sehen wir gerade. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Also eigentlich hätte das Pferdchen da bleiben sollen. Puh. Die machen hoffentlich die Worgen da fertig. Na, es geht. Lord Godfrey. Hi. Bam, die feuern mit ihrer Kanone. Bam, bam, bam.
Okay, Lord Godfrey, was gibt's noch? Speak to Gen Greyman. Ja, die schicken mich andauernd hin und her hier. Die haben auch nichts mit meinen hexenmeisterischen Fähigkeiten. Wissen die auch nichts anzufangen. Ne? Dann Level 8 kriegen wir einen Voidwalker, 9 kriegen wir Gesundheitssteine. Nice. Captain Blaue Wolke, ne? Captain Blaue Wolke, und wir hören hier auf, denn die Folge ist vorbei und wir gucken nächste Folge, wie das hier dann weitergeht. Na, 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 na. Okay, so viel dann von mir. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. So why I ask, just doesn't make much sense that a man of my stature should have to wear a dress. I mean, what may I inquire? We are thinking on that day. We've counted up for a man like me, a robe that looks okay.